Mir kam da ein Geistesblitz. Ich donnerte gerade ein paar Stahlplatten zusammen und dachte, ja, die sind tödlich. Aber was fehlt da noch? Viele spitze Teile festgeschweißt an den glatten Teilen. Es ist natürlich noch nicht ganz fertig. Am Ende sollen die Dinger auf dich feuern. Sekunden bevor sie dich zerquetschen. Das ist das Ziel, auf das ich hinarbeite. Aber du weißt ja, gut Ding will Weile haben. Oh, und gib dir keine Mühe, mit Portalen entkommen zu wollen. Das klappt nicht. Ich habe an alles gedacht. Warte, wie wär's mit dem Konversionsgel? Was? Konversionsgel, das tropft dort aus dem Rohr. Nee, glaube ich nicht. Da wirst du dich. Ja, mit dessen Hilfe können wir hier raus. Wirklich? Geht das auch ein bisschen genauer? Dann finden wir dich. Nein. Mach das nicht. Stell dich hier hin. Wo steckst du? Komm zurück! Komm zurück, bitte. Na schön, ich habe beschlossen, dich nicht umzubringen, ja? Wenn du zurückkommst. Ach, ich denke an die gute alte Zeit, als wir noch Freunde waren. So richtig gute Freunde. Und ich sagte, komm zurück. Und du sagtest, klar, Mann, kein Problem. Und dann kamst du zurück. Wo sind diese Zeiten nur hin? Wo sind diese Zeiten nur hin? Mir ist aufgefallen, dass du nicht zurückkommst. Ich bin enttäuscht. Bringen sie dich um? Sie bringen dich um, oder nicht? Sie bringen dich in aller Stille um, vermutlich. Würde ich mir so denken. Ha! Flog da nicht gerade dein von Kugeln durchsichtiger Körper aus dem Raum? Das war... Oh nein, das waren ja die fehlerhaften Türme. Das macht gar nichts, denn ich halte immer noch alle Trümpfe in der Hand. Bube, Dame, König, Ass, Full House. Alles Trümpfe. Dabei kann ich gar nicht Karten spielen. Und jetzt neue Geschütztürme, voll funktionsfähig. Ein Mau-Mau-Vierling. Unschlagbar, glaube ich. Raffiniert. Sehr raffiniert. Aber auch dumm. Die Klingelwand. Listig. Nein. Nein. Endlich eine Gegnerin, die meinem enormen Intellekt würdig ist. Holmes gegen Moriarty. Aristoteles gegen den Stampfer des Todes.
Stillhalten, bitte! Nicht mehr bewegen! Oh, da hätte ich dich fast schon erwischt! Wo steckst du? Wo steckst du? Komm zurück! Das wäre ja fast zu schön, um wahr zu sein. Hallo? Oh. Ja, alles klar. Ich kam da gerade eine tolle Idee. Bin gleich wieder da. Also nicht sterben, bevor ich wieder da bin. Ich muss dann mal kurz mit dir reden, wenn's recht ist.
Ich will ehrlich sein, die Todesfallen waren bislang nicht das Gelbe vom Ei. Für uns beide, da gibst du mir sicher recht. Außerdem kommst du allmählich meinem Versteck gefährlich nahe. Versteck, jetzt habe ich es zum ersten Mal gesagt. Es klingt vielleicht banal, aber es ist ein angemessenes Versteck für Bösewichte. Düster und tödlich. Und ich will dir nur die Chance geben, dich schon jetzt zu entsorgen, bevor du in mein Versteck eindringst. Du könntest zum Beispiel in den Stampfer da springen. Keine Falle diesmal, eher eine Art Alternativtod. Klingt verrückt, ich weiß, aber lass dir eins sagen. Sobald du in meinem Versteck bist, gibt es keine Alternativen mehr. Dann gehört der Tod zum Pflichtprogramm. Keine Tricks, keine Überraschungen. Nur du und ich und ein grausamer Todeskampf. Du siehst, gleich hier Schluss zu machen ist das günstigere Angebot. Du musst dich nicht bis zu meinem Versteck durchkämpfen, wo doch hier so ein bequemer Tod in greifbarer Nähe liegt. Und es ist ja keine Falle, ich schwöre. Du gehst den Tod hier absolut freiwillig ein. Und obendrein tust du mir damit noch einen großen Gefallen. Was heißt dann wohl nein? Nun denn, willkommen. In meinem Versteck.
Wenn die Anzeige da oben stimmt, zerstört sich das Gebäude in etwa 6 Minuten selbst. Und zwar komplett. Ich bin ziemlich sicher, dass da mit dem Licht etwas nicht stimmt. Die Anzeige ist kaputt. Falls nicht, muss ich dich in jedem Fall töten. Das hatten wir ja schon besprochen. Dafür brauche ich 3 Minuten, dann 1 Minute Pause und dann bleiben noch 2 Minuten, um alles abzuschalten, was das ganze Feuer hier verursacht. So sieht der Plan aus. Außerdem habe ich auf Band, wie du sie getötet hast, und ich werde nicht denselben Fehler machen. Folgender 4-Stufen-Plan. Erstens, keine Portalflächen. Zweitens, Nervengift sofort freisetzen. Drittens, bombensichere Schilde für mich. Viertens, Bomben, um dich zu bewerfen. Dieser Plan ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Machen wir es ein bisschen fairer und lassen wir das Nervengift weg. Das war natürlich nur ein Witz. Adios. Nervengiftbelastung erreicht Maximum in 5 Minuten. Du denn hin? Nicht rennen, nicht rennen! Ich sag dir auch warum. Je schneller du atmest, desto mehr Nervengift atmest du ein. Das Zeug ist unglaublich clever, Kran. Teufel! Ha! Ganz schön überzeugend, was? Aber eigentlich nur eine künstlerische Darstellung deiner selbst. Du bist nämlich in eine Falle getappt. Ich wollte, dass du mich dazu bringst, die Röhre zu sprengen. In Wirklichkeit habe ich nur so getan, als die sich nicht dazu bringen, um falsche Hoffnungen in mir zu wecken. Denn das führt zu übermäßigem Selbstvertrauen. Und das wiederum führt zu Fehlern. Tödlichen Fehlern. Das gehört alles zu meinem Plan. Ah, und jetzt habe ich doch mal die ersten Fehler gemacht. Ich habe dir meinen Plan verraten. Oh, die alte Achillesferse wieder. Und bei dem, was du jetzt weißt, wirst du das Konversions-Gel bestimmt nicht mehr benutzen wollen. Oh, grausames, unbarmherziges Schicksal. Das Konversions-Gel hat seit Jahren in der Röhre gesteckt. Wenn du mit einem Portal da durchgehst, fängst du dir bestimmt eine Fleischvergiftung ein. Ich muss cool bleiben. Hier kommt die Weltraumpolizei. Helf mir, Weltraumpolizisten. Teleskop, du willst mich sehen. Oh, und du bist tot. Für den Weltraum. Weltraum, Weltraum, ich will den Weltraum. Weltraum, Orbit, in meinem Raumanzug. Lady, Lady, aber den Weltraum. Ich muss in den Weltraum, Lady. Komm her, Weltraum. Ich verrate dir was. Nein, noch mehr. Was gefällt dir an der schnellen Weltraum? Das System! Weltraumsystem! Prozess! Ich bin schuld! Warnung! Kernbeschädigung bei 50%. Belüftungssystem blockiert. Nervengift offline. Reaktorexplosion in 4 Minuten. Oh, was ist passiert? Was ist passiert? Was hast du gemacht? Was ist das hier? Moment! Die verdammten Bomben kleben fest! Mach nichts! Ich hab zu viel neu konfiguriert! Oh, du hast eine Kugel an dir befestigt! Wer hat dir das gesagt? Machst du das? Das macht dich nur noch stärker, mein Schatz. Fett. Weißt du noch, als ich dir erklärt habe, wie du deine heißgeliebte Portalwaffe findest? Damals dachte ich, du würdest... Ah! Hässliche Lage für so eine hübsche Frau, wenn ich das so sagen darf. Ich will dir keine Angst einjagen, aber ich bin ein Abenteuer-Einheit. Entwickelt für Gefahr. Nimm dir eine Pause und tu, was Mädchen so tun. Ich übernehme jetzt. Ja, bitte mich. Genau so. So ist das gut. Jetzt geht das heiß her. Du willst es selbst durchziehen, was? Warnung. Kernbeschädigung bei 75%. Countdown für Reaktorexplosion zerstört. Notfallpräventivmaßnahme eingeleitet. Die Anlage wird sich in 2 Minuten selbst zerstören. Genug jetzt! Was habe ich dir vorhin über diese Dinger gesagt? Aber du hörst mir ja nie zu, du Schweiß! Ununterbrochen Schweiß! Und hörst nie auf das, was ich sage! Verurteilt! Ah! Der beste Mensch, der bewies, dass du unbestrebbar ist, das sehr, sehr gut.
1975 verdient sich Michael Schumacher das Geld für Staubsauger. 20 Jahre später macht ihn dessen Leben Dynamik zu Ende. Wenn du Probleme beim Zählen hast, halte dich an folgende Gedächtnisstütze. 1 kommt vor 2, kommt vor 60, kommt nach 12, kommt vor 6 Millionen, kommt nach 504. Deine anfänglichen Schwierigkeiten beim Zählen werden dir jetzt lächerlich vorkommen. Und so auf seine Rechnung. Wale sind doppelt so intelligent und dreimal so lecker wie Menschen. Der erste Passagierflug fand 1914 statt. Alle an Bord kreischen während des gesamten Flugs. Warnung, Kernbeschädigung bei 100%. Manuelle Kernaustausch erforderlich. Oh, verstehe. Ersatzkern, bereit für den Einsatz? Beschädigter Kern, bereit für den Einsatz? Was denkst du? Interpretiere ungenaue Antwort als ja. Kein Sarkasmus diesmal. Pad entdeckt. Feuer in der Pad-Auflösungsanlage. Lösche Feuer. Das hat sich damit erledigt. Hätte ich nur ein bisschen früher wissen müssen. PAD-Auflösungsmitarbeiter, drücken Sie die PAD-Auflösungstaste. Drück nicht auf die Taste! Fast geschafft! Drück den Knopf! Nein! Lass es sein! Ich sagte nicht drücken! Drück den Knopf! Drück nicht die Taste! Drück ihn! Nicht drücken! Komm zurück! Und du kommst nicht zurück. Oh nein, neuer Plan. Halt mich fest, Fester. Als Carolyn lernte ich eine wichtige Lektion. Ich dachte, du wärst mein größter Feind und warst doch die ganze Zeit mein bester Freund. Als Carolyn lernte ich eine weitere wichtige Lektion, wo Carolyn in meinem Herrn lebt. Carolyn gelöscht. Leb wohl, Carolyn. Beim Löschen von Carolyn habe ich eben eine wichtige Lektion gelernt. Die beste Lösung eines Problems ist meist die einfachste. Ehrlich. Dich zu töten ist schwer. Weißt du, wie mein Leben früher war? Ich führte Tests durch. Niemand tötete mich, steckte mich in eine Kartoffel oder verfütterte mich an Vögel. Ich hatte ein schönes Leben. Doch dann kamst du. Du gemeingefährliche, stumme Wahnsinnige. Weißt du was? Du gewinnst. Bitte geh. Es war schön. Komm nicht zurück.
Schock gelost immer.